Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Plague Tale. Wir haben hier aufgehört mit der Werkbank, wo wir uns die zwei Upgrades installiert haben. Und jetzt geht's erstmal weiter. Bist du so weit? Wir müssen ja, gehen wir. Die Leiter hier runter. Oh, hier ist eine Leiche. Die Ratten? Nein. Sieht eher erstochen aus. Erstochen. Vermutlich Soldaten. Sag ich doch. Übrigens, bevor wir gleich durch diese Tür durchgehen. Ich weiß nicht, was mit dem Bereich ist, aber den nächsten Bereich habe ich schon mal gespielt. Und zwar wollte ich das mit 60 FPS aufnehmen. Das Video wird jetzt aber wieder 30 FPS sein, weil aus welchen Gründen auch immer droppt es hier draußen gleich die Frames. Also es kann sein, dass da vielleicht im Video mal kurz ein Skip oder sowas drin ist. Keine Ahnung warum. Aber ihr werdet es gleich sehen. Ich hoffe jetzt mit 30 FPS... Lauft jetzt dann einmal schreien. Die sind ja überall. Hier auch. Sag ich doch. Und Mauern hey. Gar nichts. Da haben wir wieder die Ratten. Kadaver. Ja, sie folgen einfach dem Blut. Aber wir wissen nicht, wo die Blutspur aufhört. Ekelhaft. Oh Mann, ey. Okay, dann gehen wir da mal ins Haus rein. Hey, nachdem ich jetzt schon weiß, was da passiert. Haben wir auch vergessen? Na, wartet. Nicht mit mir. Oh, der Dreckskerl. Ich ja, und er hat mich trotzdem nicht getroffen. Das muss aufhören. Okay. Ach komm, wo ist der verdammte Nachtschatten? Und da haben wir Gesellschaft. Aber konzentriert euch auf eure Arbeit. Die Leichen müssen im Licht bleiben. Wusste doch, dass mit den Ratten was nicht stimmt. Mit, was die Garnison braucht. Essen und Wach. Als wären wir im Krieg. Den sie ja, sozusagen. Das ist für alle, die du ermordet hast. Wir haben keine Zeit für Rache, Amicia. Er war sowieso im Bleib in Sicherheit. Ja, toll, er steht da. Da seid ihr ja. Bleib weg. Nice. Vorsichtig genug. Okay. Was machst du da? Vergiss nicht, warum wir hier sind. Ja, ich weiß. Ich mach's für Hugo. Okay, da hinten weiß ich, dass Wachen sind. Aber soll man auch da hingehen? Meint ihr, da hat es Materialien? Also wenn wir hier mal die Fackel anmachen. Okay, und da hinten ist die Kiste. Der Graf hätte dem Wolf keine Macht geben dürfen. Wir wissen nicht mal, ob die Leute, die wir töten, noch krank sind. Soll das nur enden? Der Wolf hat so, wir werden jetzt doch einmal... Wir brauchen ihn sonst bricht Panik aus. Große Variante nehmen. Ich weiß. Damit wir dann hier runter können. Ja, so. Oh, tschüss. Na toll, was mir jetzt ein bisschen... Ah, shit. Das hat mir jetzt leider nicht so viel gebracht, wie ich dachte. Ich dachte, ich hätte diese Stäbe gehabt, dass man da nach unten gehen kann. Naja, okay. Dann gehen wir halt außen rum. Ich meinte, da hinten war... Hat's da hinten eigentlich was? Nö. Aber hier hat's die Dinger. Heißt, ich glaube... Wir gehen hier so durch. Hoffentlich werden wir dabei nicht erwischt. Komm. Blutvergießen. Alles, was sie kennen. Es sind Soldaten. Vielleicht
Fleischklumpen mit Schwertern. Wow, was für ein Ausdruck. Nein, 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 nein. Ach, no. Ich hab mir schon gedacht, dass das eine schlechte Idee ist. Oh, jetzt sind wir hier drin. Ach, das ist ein Kontrollpunkt. Okay. Ja, dann können wir das gerade nochmal machen. Ohne, dass wir diesmal die Kiste aufmachen. Dann gehen wir, glaube ich, auch gerade hier durch. Hat's aber auch keinen Kadaver oder so, den wir irgendwie hinlegen könnten. Na gut, ist bis ist. Fallen lassen. Und dann gehen wir hier rein. Die haben sie umgebracht. In der Kirche. Denen ist alles scheißegal, Lukas. Das sind Schlechter. Was hast du erwartet? Ich weiß nicht. Die machen auch vor Kirchen nicht Halt. Ich gern das zweimal da, zweimal da. Okay, wir brauchen Feuer. Okay, und schnell zu der Kiste da. Denn wir kriegen gleich Besuch. Wo ist meine Frau? Der Kräuterkundler. Mit meinen Pflanzen. Die brauche ich für Ärzte und Patienten. Und deswegen brauchen wir dich. Und jetzt Ruhe. Und wenn wir jetzt nicht aufpassen, wird der gleich umgebracht. Ich versuch's jetzt mal mit der Feuervariante. Ganz einfach. Das ist nicht das Werk der Ratten. Das wart ihr. Ihr habt sie ermordet. Ich will meine Frau sehen. Hör mal, es war ein verdammt langer Tag. Und mein Schwert ist noch warm. Wir müssen was unternehmen. Die Ratten haben sie umzingelt. Ich soll euch helfen? Ihr seid doch sowieso schon alle tot. Hör mal, Kräuterkundler. Bleib stehen. Bald seid ihr alle krank. Und wenn ihr sterbt, werde ich lachen. Halt! Auf die Knie! Jetzt! Er wird ihn umbringen. Was? Was soll ich denn jetzt machen? Scheiße, jetzt werden aber beide sterben, oder? Ich muss das tun. Vielleicht. Aber es ist sowieso zu spät. Wir müssen hier weg. Ja, toll. Der Nachtschatten, Lukas. Es ist aus. Noch nicht. Ich weiß, wie er aussieht. Es ist also nicht alles verloren. Wir müssen nur seine Werkstätte finden. Aber reiß dich zusammen. So kannst du nicht weitermachen. Ich versuch's ja, klar. Aber mit diesem Lustkern geht's Hugon nur noch schlechter. Lass mich doch mal ausreden. Wenn wir jetzt gewartet hätten, das habe ich beim ersten Durchgang gemacht, dann hätte er ihn abgestochen. Er macht jetzt probier's mal so mit dem Feuer und Löschen. Aber ja, die Ratten haben natürlich jetzt beide gefressen. So. Ihn da hinten. Na toll, jetzt sieht er die Leichen. Vorsicht! Ich glaube, wir müssen jetzt bei ihm auch mal das Licht ausmachen. Und zwar so. Und tschüss. Okay, ich glaube, wir sind jetzt einigermaßen safe. Fackel, glaube ich, bräuchte man jetzt. Scheiße, wie kommen wir jetzt da vorne hin? Hat es hier irgendwo einen Fackelständer? Nee, ne? Also keinen, wo man... Ja gut, da ganz hinten hat es einen, aber der bringt uns nichts. Das werden wir nicht überleben, wenn wir da jetzt hinlaufen. Moment. Okay, schnell laufen. Wir haben es geschafft, wir sind jetzt hier oben. Eine Fackel nehmen. Und jetzt da hinten zum Tor. So, ich weiß jetzt schon, dass das Tor dann zu lass ist. Uns weitergehen. Die sind durchs Tor gekommen. Die Werkstätte muss also irgendwo auf der anderen Seite sein. Ja. Ja, nämlich hinter dieser Mauer da. Hier durch. Und einmal durch. Komm, hilf mir! Ich will weiterkommen.
Wir sind auch wieder so mega schön. Ja, dank mir. Sei froh, dass du nicht auf einem dieser Karren liegst. Pflanzen. Lukas, sag mir, dass er hier ist. Wir sind beim Kräuterkundler, aber sehen wir uns mal um. Wie sieht Nachtschatten denn aus? Such nach einer lila Blume in der Form eines Sterns. Lila Stern. Lila Stern. Oh, das ist seine Frau. Die Blumenhändlerin. Seine Frau. Sie haben sie getötet. Oh nein. Drecksäcke. Sie war so nett. So eine Schande. Okay, ja, dann werden wir hier mal den Nachtschatten suchen. Das da zum Beispiel. Das wäre doch mal ein guter Kandidat. Nein, nein, falsche Form. Ist schon gut. Such einfach weiter. Oh, keine Blumen. Da passt Blumen die Farbe hier. Nicht. Himmel, konzentrier dich. Hey, wir sind jetzt hier. Alles gut. Ja, vielleicht das hier. Nein, das ist er nicht. Oh, hier ist nichts, Lukas. Ich weiß. Suchen wir im Haus. Ja, da muss er sein. Ja, das sieht wieder nach Checkpoint aus mit der Tür. Ja, wobei, die hat's jetzt... Oh, lauter Schrott! Das kann doch nicht sein! Das ist doch sinnlos! Warte! Und jetzt bin ich nicht mal bei ihm! Wie sollen wir überhaupt zurückkommen? Schwitzige Hände! Sucht alles ab, Männer! Amicia! Oh ja, die nächste Gesellschaft! Soldaten! Das musst du dir selbst ansehen! Also nutzt sie sinnvoll! Ihr bleibt hier auf Patrouille! Meldet jede verdammte Ratte! Alle anderen kommen mit mir. Wir brauchen Nahrung, Medizin, alle möglichen Güter. Nein! Sie gehen rein! Was sollen wir tun? Hey! Was? Es geht dir nicht gut. Doch! Nein, geht's dir nicht. Du atmest nicht mal richtig. Mir ist schwindelig. Und mein Herz rast. Ich weiß. Hör zu. Die Soldaten des Grafen plündern hier alles. Wir müssen den Nachtschatten vor ihnen bekommen. Ich mach das. Nein. In deinem Zustand kannst du das nicht. Ich werde gehen. Ich schleich rein. Ich schaffe es. Wetten, dass du es nicht schaffen wirst und wir dich wieder retten müssen. Wenn dich jemand... Dann werde ich rennen. Wäre nicht das erste Mal. Mit mir. Ich hab so gewusst. Ich wusste es. Es war so klar. Alles klar. Mach. Schnell. Komm schon. Ja, hoffentlich haben wir jetzt nicht den ersten Toten von uns. Wir haben da drüben einen Plünderer entdeckt. Hier sind vielleicht noch mehr. Sucht alles ab. Tötet alle. Verstanden. Ausschwärmen, Männer. Seid vorsichtig. So dumm. Warum hast du ihn allein gelassen? Hör auf, so schwach zu sein. Hör auf, Angst zu haben. Los, rette ihn. Alles oder nichts. Rette ihn um jeden Preis. Ein Plünderer? Wer ist verrückt genug, hierher zu kommen? Lukas, er lebt noch. Ihr Drecksäcke, na wartet. Okay, da haben wir jetzt einen Kollegen. Und da oben. Ja, lauf doch mal vorbei. Ah, scheiße, jetzt schaut er noch. Schaut zu mir. Ah, dreh dich bitte da um. Okay, er geht. Komm. Ich sollte lieber da drüben nachsehen. Kiste. Sind wohl nicht hier. Nichts. Muss wieder weiter. Komm, schau mal bitte nach. In Richtung. Geil. Schnell. Sehr gut. Oh fuck, noch einer.
Sehr gut. Okay, da haben wir zwei. Unseren Typen, der immer wieder nach unten schaut. Und der Typ da hinten. Halt durch, Lukas. Ich bin hier. Ich lass sie bluten. Was wollen die Blutarten? Komm runter. So wie wir? Mistkerle. Ich mach euch kalt. Easy. Oh, ich hab echt Glück. Nice. Es kam von hier. Bitte leg noch, bitte. Schon mal Stein. Wer war bei dir, Junge? Spuck's aus. Ah! Na los. Na toll. Komm doch nicht allein hier. Such die mich. Stirbst du? Ah! Lass mich gehen. Bist du verletzt? Okay, geschafft. Geht schon. Danke. Oh, Materialien. Der hat seine Lektion gelernt. Räudige Köter. Hey, vergiss ihn einfach. Ich hab den Nachtschatten. Wir müssen jetzt gehen. Ja, bitte. Gute Idee. Sie kommen. Versteck dich. Ich kümmere mich um sie. Nein, wir haben, was wir brauchen. Hauen wir ab? Nein, die werden uns verfolgen. Und ich hab's satt, wegzurennen. Mann am Boden! Hier sind Eindringlinge! Alarm! Jetzt reicht's. Komm, hier bin ich. Dankeschön. Da hast du's. So du, die können nichts. Kein Grund, Angst zu haben. Amicia, was machst du da? Wir müssen hier weg. Ja, nein, will er auch gern ich weg. Ich hab die Angst so satt. Was ich zeig ihm, dass es vorbei ist. Wer bist du? Komm, ich geb dir, was du willst. Er hat ein Schild. Na, wie gefällt dir das? So fühlt sich Gegenwehr an. Das sind zu viele. Es kommen immer mehr. Wir müssen hier weg. Ich glaub, dann sie hat es halt. Das ist jetzt mein Revier. Hier werden sie sterben. Da! Ich mach dich kalt! Du bist tot! Holy shit! Ach ja? Dann zeig mir, wie du das machen willst! Mehr hast du nicht drauf? Ach komm! Du musst aufhören, sonst sterben wir! Ja, ich will ja gern. Du hast nur Angst, aber die musst du ihnen einjagen! Ja, komm! Braver Hund! Haltet sie auf! Sie ist nur ein Kind, mehr nicht! Ja, ein Kind, das euch kalt macht! Nur Geduld, du bist auch bald dran! Hier drin, zeig dir, wo es lang geht! Ja, kommt! Wow, 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 wow. Hört mal her! Ab jetzt bestimm ich die Regeln! Männer, die Ehre der Armee liegt in unserer Hand! Falsch! In meiner! Du bist tot! So gottverdammt tot! Da! Ja, ja! Oh, Scheiße, Big Boss! Du wirst meine Männer nicht töten! Es war ja klar, dass das nicht gut endet. Ich bin nicht fertig. Egal, was wir machen, es endet immer in einer Katastrophe. Jedes Mal. Und wenn es nur so was Einfaches ist, wie Kräuter sammeln. Erwartet keinen schnellen Tod nach dem, was ihr getan habt. Der Henker wird ein wenig Zeit mit euch verbringen, bevor ihr hängt. Aber er hat eine geile Rüstung, das muss ich schon sagen. Du solltest dich setzen. Und mehr hast du nicht zu sagen? Komm schon. Du bist doch sonst nicht so. Hier wartet eine ganze Garnison. Wieso tobst du dich nicht weiter aus? Hör auf. Nein! Erkennst du nicht unsere Lage? Wir sollten doch nur Kräuter beschaffen. Wie ja, geht sag es ich doch. Hugo wohl gerade ohne sie? Wie wird es ihm gehen, wenn seine Schwester also hängt? Also gut, ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert, Lukas. Ich verliere den Verstand. Ja, weil diese Welt wehtut. Immer wieder. Und du willst es ihr heimzahlen. Aber du wirst diesen Kampf verlieren, Amicia. Du bist nicht wie sie. Du bist eine Derun. Hey, der Galgen ist beinahe fertig. Bereitet die Verurteilten vor. Das sind wir. Hör zu. Dieses Ding funktioniert mit Feuer. Ich gebe dir ein Zeichen. Kommt raus. Eure Schlingen warten.
Bereit. Sag Bescheid. Halt. Wir warten auf den Henker. Er ist noch mit jemand anderem beschäftigt. Du stehst vor dem Biest. Zeig mal Manieren. Du bist Krähenfutter. Also. Lukas, okay, schnell weg hier. Los, mach schnell. Was zur Hölle? Was war das? Oh, ich würde mich gerade so gern umsehen. Du gewöhnst dich schon dran. Das hat gesessen. Ah, die haben noch eine Schleuder. Das wird sie aufhalten. Du hast uns da unten die Haut gerettet. Ja, ja. Ja, aber garantiert nicht lang. Wohin jetzt? Es muss einen Übergang geben. Da drüben ist ein Fenster. Ein Dach. Ah, es ist eine gute Idee. Dahinter ist ein Dach, Lukas. Es muss sein. Holy shit. Himmel, ist das hoch. Bist du sicher? Holy shit, ist das hoch und holy shit, sieht das geil aus. Oh. Das ist ganz schön gefährlich. Shh, ganz ruhig. Komm. Ich glaube, in echt wird sterben. Ich fürchte, das ist unsere einzige Chance. Machst du Witze? Nein, bleib an der Mauer. Oh, bitte, bitte, bitte. Du schaffst das. Ich könnte es so nicht. Tut mir leid, dass du da durch musst. Na toll, und die nächste Woche. Das ist mir gerade sowas von egal. Da ist noch ein Dach. Wir sind fast da. Vor allem, das Ding sieht glitschig aus und instabil. Geschafft. Ich will runter vom Dach. Bitte. Ja, ich auch. Ich möchte hier runter. Und was machen wir jetzt mit ihm? Wache. Ich kann nichts machen. Gehen wir leise vorbei. Ja, das ist leinsam hier. Hier. Aber da werden Waffen. Aha, aus den Vororten. Beim Tor vom Metzgerviertel. Oh, habt ihr dieses verrückte Mädchen getroffen, oder? Die verdammte Hexe mit ihrer Schleuder. Aber das Biest hat sie erwischt. Und wir haben genug Fleisch für eine Woche. Gut gemacht. Schnell zum Depot. Das Mädchen wird bald gehängt. Da werden einige zusehen. Bin dabei. Ja, toll. Und die nächste Woche. Kommen wir jetzt bei ihm vorbei? Er bewegt sich nicht. Aber da ist ein Feuer. Hast du noch ein paar Rauchdinger? Stupefaccio? Ja, sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ja, aber das Lukas, wirf das Stupefaccio. Ja, wenn du raus bist, lauf los. Beeil dich, er löst sich. Das hat jetzt keiner mitkriegt. Okay. Wir kommen hier sicher nicht einfach weg. Oh, ne. Ist irgendwo da unten. Ich hoffe, es geht ihm gut. Die haben hier eine ganze Armee. Ja. Eine Belagerung? Gehen wir zurück zum Haus. Klar, die Leute kriegen vielleicht Panik, aber ein Aufstand? Die werden versuchen, aus der Stadt zu fliehen. Und dann mehr. Weißt du, wo wir hingehen? Nein. Nein, weiß ich nicht. Einfach weiter. Bist du eigentlich fertig? Unter den Tisch. Schnell. Oh nein. Ist das Depot sauber? Ich mache seit 2 Tagen nichts anderes. Gönn mir eine verdammte Pause. Halt still. Gehen wir. Okay. Kann bei der ganzen Scheiße nicht mehr schlafen. Okay. Bitte sehen Sie sich, bitte sehen uns nicht. Wer weg. Yeah! Safe place! Ab durch die Tür. Gut, wir schaffen das. Ja, stimmt. Wow, wieder so eine geile Aussicht. Hey, da unten ist das Haupttor. Ganz nah. Wir müssen da irgendwie runter. Ich will endlich nach Hause. Mutter wird stinksauer sein. Ich habe alle enttäuscht. Denk lieber nicht drüber nach. Stinksauer ist, glaube ich, noch eine absolute Untertreibung, wenn sie wüsste, was abgegangen ist. Und dass die Armee jetzt hinter uns her ist. Ah, Mann. Hier, geht's runter. Oh, Lukas, ich glaube, das ist ihr Depot. Wirklich? Ja, du hast recht. Das heißt, der Nachtschatten muss hier irgendwo sein. Und meine Schleuder. Du suchst den Nachtschatten und ich meine Schleuder. Wir brauchen sie vielleicht. Genau. Nachtschatten. Hoffentlich ist er noch da. Eine Statue. Sieht aber so aus, als wäre das ein Ort, wo vielleicht noch jemand kommen könnte. Da kann man was machen. Waffen. Schwerter. Messer. Keine Schleuder. Suchen wir weiter. Beten wir, dass niemand kommt. Ja, da kommen wir nicht weiter.
Sonst... Nein. Sag's einfach nicht. Ja. Trockenpflanzen, Pulver. Such weiter. Sie doch nicht alles am mitgehen lassen. Schauen wir doch mal da hinten. Was ist das? Nein. Hat da jetzt auch noch was? 5 Stücke von irgendwas. Oh, hier. Na los, was. Komm schon. Oh, so ein Saustall. Bitte. Sie könnten jederzeit kommen. Vielleicht hier? Ja, nein. Gib doch schon mal Bestes. Kann er auch nicht schneller. Da hat es auch noch was. Vielleicht hier. Aber ich meine, mit sowas kann man sich da ganz gut verteidigen. Wo haben Sie sie hingetan? Da gab es doch eine Axt. Sie muss irgendwo ich würde die Axt nehmen. Na komm, wo ist der Nachtschatten? Ich glaube, ich kann mich irgendwas sieht machen. Verschlossen aus. Vielleicht mit einem Messer? Hey, das sieht doch gut aus. Oh, da bist du ja. Hab sie. Halt dich damit zurück, ja? Ich weiß. Messer. Dann ab zur Tür. Verschwinden wir. Ja, ich hab den Nachtschatten, Amicia. Endlich. War also doch... Oh, Mist. Was ist los? Die Klinge ist kaputt, aber das war's wert. Hier ist jede Menge Zeug drin. Ich sollte die Augen offen halten. Da könnten noch mehr solche Truhen sein. Okay. Gut, dann an die Arbeit. Ah, wir könnten wieder Upgrades machen. Ausrüstung weiter ringen, gut, damit wir ein bisschen zu viel Topf zu tragen. Also, das ist, glaube ich, irgendwie sinnbefreit. Verwertungswerkzeug eignet sich Platz zum Zerlegen von Töpfen, Messern, Perit und Bolzen. Ah, ich warte, bis wir hier noch ein Werkzeug haben. Da können wir die Schleuder und Alchemie weitermachen. Das andere, da sehe ich den Nutzen jetzt noch nicht. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier nach oben und machen den Übergang nach unten. Bestimmt ein Secret oder Collectible, irgendwas in der Richtung. Sehr gut. Und wir haben eine Karte. Warte mal, das kenne ich. Lukas, die haben eine Karte von Gayenne. Wirklich? Was macht die denn hier? Keine Ahnung. Hier ist das Meer, der See. Unser Zuhause war irgendwo hier, ja. Hey, quäl dich lieber nicht mit der Erinnerung rum. Ja, ist alles Geschichte. Die werden einen bestimmt Fragen haben, warum wir jetzt so lange gebraucht haben, um einfach noch ein paar Kräuter zu finden. Für einen Trip, der vermutlich noch ein paar Stunden dauert. Naja gut, gehen wir mal raus. Und ich wette, ein Willkommenskomitee wird da drauf draußen warten. Schauen wir mal aus, können wir hier Feuer machen und wir machen das da. Mahlstein. Ja, ziemlich sicher. Badet da gleich jemand auf uns. Also, wann geht's jetzt los? Oder so. Keine Ahnung. Mir egal. Du willst da sowieso nicht raus. Glaub mir. Mist! Das Tor ist so nah. Es sind zu viele. Da kommen wir nicht vorbei. Hier bleiben geht nicht. Wir brauchen einen Plan. Ach, keine Ahnung. Hier gibt es eine Menge komisches Zeug. Sehen wir uns um. Natürlich. Damit. Siehst du das auch? Was? Da oben. Die Balliste. Hör zu, ich habe hier genug Material für jede Menge Stupefaccio. Wenn wir die Paste auf die Bolzenspitze schmieren und damit schießen, erzeugt der Aufprall hoffentlich genug Reibung, dass sie sich entzündet. Dann haben wir genug Rauch, sodass keiner was sieht. Wenn es klappt. Was Besseres fällt uns nicht ein. Also holen wir die Balliste darunter. Da oben ist eine Kurbel. Wie kommen wir hoch? Da ist nichts zum Klettern. Irgendwo muss doch... Hey, holt mehr Männer! Wir werden die Patrouillenstärke verdoppeln. Wir müssen uns beeilen. Bald sind noch mehr hier. Tja, keine Ahnung. Dieses Chaos hier. Da könnte was... Okay, Da ist ein Karren. Ah. Ja, gut gesehen. Schieben wir ihn zurecht. Ich mach das einfach ganz alleine. Ah. Oder soll ich helfen? Bring mal die Balliste für ein Ablenkungsmanöver. Ja, bringst du es jetzt her oder nicht?
Ach so, ah, den Karren hast du gemeint. Okay. Die sind viel zu still. Das Chaos in der Stadt scheint uns gelegen zu kommen. Ja, sie kriegen Angst. Oh, glaub mir. Es wird noch viel, viel schlimmer. Aber wenigstens haben wir, gut, zumindest glaube ich, dass wir nicht wieder so einen durchgeknallten Priester haben. Der aber seine eigene Version von den ganzen Ratten gemacht. Dann ran an die Kurbel. Also los. Oh, das Ding ist schwer. Hast du sowas schon mal verwendet? Natürlich nope. Nicht. Oh, was? Oh, da ist dein Gegengewicht. Ich übernehme die Kurbel, wenn du willst. Ja. Wir müssen irgendwie die Kette... Lukas, das übernimmst du. Klar doch. Und abwärts. Okay, und dann oben das Teil abschießen, wenn es denn kommt. Ja. Da kommt's. Die Kette ist kaputt. Lass los. Gut. Los, zur Tür damit, schnell. Ah, und du meinst nicht, dass die uns aufhalten damit, wenn wir das Ding sehen? Ich hab's das Gefühl, es ist nicht ganz... Ich weiß. Wenn das schief geht, ist Hugo allein. Und wir sterben. Und das wollen wir nicht. Hier passt es. Halt, das Stupefaccio. Ja, aber gerade sagen. Das ist verrückt, Lukas. Das ist jetzt auch egal. Oh, na gut. Das ist eine richtig, richtig dumme Idee. Passt. Über die Kurbel an der Seite wird sie gespannt. Bin dabei. Und wann machst du die Türen auf? Gar nicht. Schieß einfach durch, sonst entsteht nicht genug Reibung. Was? Echt jetzt? Wir wissen nicht mal, ob der Bolzen sie durchschlägt. Mach einfach. Mach dich bereit. Bin ich schon. Die Idee wird immer schlechter. Oh, was zum... Holy shit, das hat tatsächlich funktioniert. Das war mehr Glück als Verstand. Na endlich, wieso kommt ihr erst jetzt? Naja, ich... Der Kräuterkundler war nicht da und wir mussten auf ihn warten. Aber wir haben alles. Wir müssen ihm das geben. Und zwar schnell, wir haben genug Zeit verloren. Wie geht's ihm? Er ist erschöpft. Er schlief ein, als es besser wurde. Bitte ganz ruhig, er ist in guten Händen. Den Besten sei versichert. Ich hoffe es für euch. Naja, so schlecht hat er jetzt ja gar nicht ausgeschaut. Und ein neues Kapitel. Pflicht der Beschützerin. Nein. Ja, es ist schwer, doch es muss sein. 2 Tage schon. Wie kannst du nur tatenlos rumstehen? Das hat er nicht verdient. Ich werde ihn da rausholen. Ja, tu's nicht. Die letzte Schwelle erreicht, kommt äußerst selten vor. Sie ist sehr gefährlich. Selbstverständlich sollte er schleunigst isoliert werden. Der Orden hat spezielle Einrichtungen. Ihr wollt ihn wegsperren? Weißt du, wozu dein Bruder fähig ist? Er wird noch viel Schlimmeres anrichten. Hey, er ist nur ein Kind. Das ist nicht seine Schuld. Je mehr ihr ihm wehtut, desto mehr Ratten wird es geben. Und noch mehr Menschen werden sterben. Und genau deshalb müssen wir ihn von hier wegbringen. Während seine Tage sich dem Ende neigen, wird seine Macht stärker. Magister, bitte. Was meint ihr? Amicia, Hugo ist verdammt. Die letzte Schwelle bedeutet den Tod für den Träger. Nein. Nein, da muss ein Ausweg sein. Lukas wollte... Dein Freund verschaffte euch Zeit, als dein Bruder die erste Schwelle erreichte. Aber das hier ist etwas völlig anderes. Nichts kann es aufhalten. Kein Elixier, kein Trank. Wartet, da ist eine Insel. Er erwähnt immer diese Insel. Vielleicht steckt die Makula dahinter. Das sind kindische Träumereien. Und was haben diese kindischen Träumereien an der Wand eures Labors verloren? Ja, was ist dort? Armes Mädchen, du flüchtest vor der Realität. Akzeptiere dein Schicksal und das deines Bruders. Das Schicksal einer Beschützerin ist es, dem Orden Folge zu leisten. Euer blöder Orden ist mir völlig egal. Ich kenne euch nicht und ich arbeite auch nicht für euch. Lasst mich zu ihm. Hugo schläft, Amicia. Du bist zu aufgeregt, um bei ihm zu sein. Lasst mich
durch! Erst wenn du dich beruhigt hast. Du hast es selbst gesagt, die Makula nährt sich von seinen Gefühlen. Hört zu, wir werden, sobald es uns möglich ist, zum Ordensquartier in Marseille aufbrechen. Ich habe Boot und Mann. Joseph, er wartet am Hafen und er muss gewarnt werden. Was mich betrifft, ich werde mich ausruhen. Gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Lukas, bitte geh zum Hafen und finde diesen Joseph. Ja, Magistra. Amicia, du kommst mit. Passt auf. Ihr beide. Auch das wäre garantiert wieder kein normaler Trip. Aber liebe Leute, das schauen wir uns in der nächsten Episode an, aber ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Wusstest du das mit Hugo? Ich wollte es dir erzählen, aber... Es wäre besser gewesen. Wir reden von meinem Bruder, Lukas. Ich wusste nicht, dass Magister Vaudeur es dir so sagt. Gott, das ist so... Gehen wir weiter. Ja. Aber nicht in dieser Episode. Also, bis bald und wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.